So. Na dann. Der Elektriker hat eine neue Verteilerstation gebastelt. Und weitere Milizleute wollen sie abschalten. Dann laden wir dich mal. Okay. Alright, man. Ist denn die Frage, wo denn? Oben drauf oder was? Das könnte sein. Hallo Elektromensch-Typ. Hä? Ja. Hä? Wie starte ich denn das? Oh. Elektromann? Wie mach ich das? Ach, kaputt. Ich bin schon aufgeladen. Ich hab. Oh. Jetzt ist der Saft leer. Ach Mensch. Da ist wieder Strom. Juhu. Und draufstehen. Ah. Jetzt muss ich da hinten hin. Alles klar. Darf natürlich nicht auf den Boden aufkommen. Das ist hier das große, große, große Geheimnis. Ha, hättet ihr wohl gerne, dass ich nicht hab. Nix habt ihr. Oh shit, oh shit, oh shit, wo muss ich hin? Aber das ist ja nicht der Boden, deswegen, das zählt nicht. Bäm! Und alle weggefegt, Junge. Und da hab ich's geschafft, läuft. Und hier haben wir, ah ne, das ist eine Ionenladung. Aber hier ist auch noch so ein Teil. Guck mal, geil. Ja, haben wir das auch gemacht, ne? Da fehlt mir jetzt nicht mehr so. Wie viel brauche ich noch? 11. Dann kriege ich noch so ein Ding. Und dann reicht es auch fast schon. Ich meine, so viel, hallo, brauche ich nun auch wieder nicht, ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Würde sonst auch viel zu einfach am Ende, wenn ich dann, keine Ahnung, so ganz viel habe. Nee, nee. Das ist auch nicht so cool, ne? So. Oh, guck mal, große Gefahr. Warum haben wir den direkt? Naja, egal. Nicht fragen. Akzeptieren. Das ist das Motto. Und so lautet auch die Devise. Na dann, machen wir direkt das nächste Ding fertig, ne? Nein, ich hätte es fast geschafft. Hier sind Gegner, soll ich gegen die kämpfen? Hallo. Ich bin tot. Ach, das ist aber nicht schön. Gut, ich hätte vielleicht doch nicht gegen die kämpfen sollen. Boah, jetzt bin ich hier in der Klinik, Mann. Ey, bon, ey. Ja gut, dann scheiß drauf, ist mir egal jetzt. Ich mache jetzt einfach hier die Nebenmission und dann ist gut. Hallo. Der St. Charles Friedhof war mal ein sicherer Ort. Jetzt ist alles voller Miliz und Monster. Los, hilf meinen Jungs da aufzuräumen. Okay. Schau mal, aber gerade kein Besen dabei. Tut mir leid. So, hopp, hopp, hopp. Im Galopp. So, hier müsste es ja schon sein. Hier siehst du auch schon alles am Abfackeln, du. Was? Zur Hölle? So, wo, was? Hier, komm her. Oh, mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich brauch Strom. Ja, ja, hier. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so einfach, weil hier ganz viele Leute sind, ne? Hier sind richtig viele unterwegs. Richtig. Hat er voll gut erkannt, der Junge. Ich will hier auch eigentlich den Ionensturm gar nicht so benutzen, weil ich weiß, dass, naja, treffen werde ich wahrscheinlich sowieso nicht. Hier. Na gut, dann hier.
Ja, guck da blöd, ne? Na nun? Geh weg. Da, in die Fresse. Ist hier noch jemand, der gerne ohne Fahrschein unterwegs ist? Du? Ja, pass auf, hier. Bam, Junge. In your fucking face. Wo ist denn er? Du? Oh Gott, jetzt sind die auch noch hier. Ne, ne, ne. Ne, dafür habe ich nicht gezahlt. Das möchte ich nicht. Hola, Chica. So, wir haben hier auf jeden Fall noch welche. So, verpiss dich. Dann mache ich erstmal die eine Seite fertig und dann kommt die andere. Weißt du was? Weißt du was? Hier. Ha. Nun gut, das war jetzt nicht so cool. Ah, ich habe dich beim Fliegen getroffen. Da guckst du blöd, ne? Ah, ich treffe dich irgendwie aber beim Laufen. Ich kann so wieder fliegen. Voll nett von dir. Könntest du vielleicht auch irgendwie herkommen? Nee, irgendwie nicht. Der möchte nicht. Boah, Alter, ohne Spaß, ne? Da kriegst du doch echt. Da jucken die Eierstöcke, sag ich dir. So, geh weg. Hier ist doch so ein Ding. Gib mir das mal bitte. Wo ist denn das? Hier irgendwo. Irgendwo war. Hä? Wo ist denn das? Ach, da. Hopp. So. Na dann. Schauen wir doch mal, ne, ob wir hier noch ein bisschen was hinkriegen von den Feinden her. Ob wir die dezimiert bekommen oder nicht. Die sind auch leider alle so ein bisschen verstreut. Nicht so mal auf einem Punkt. Das wäre viel geiler irgendwie. Hier. Ha. Der war jetzt nur semi-beeindruckt davon. Das finde ich nicht so toll. Oh, keine Ahnung. Hier. Hm, naja. Oh Gott, Strom, 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 wo Strom, 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 gib mir Strom, dankeschön. Arsch. Pff. Ist ja wohl eine Frechheit hier. Du bist ein Böser. Na, jetzt komm mal her hier. Habe ich vielleicht auch. Oh, er ist runtergefallen. Naja, gut. Wenn das so ist. So. Ne, er ist noch nicht tot. Jetzt ist der schon mal weg. Achtung, Feuer! Oh oh. Ne, ne, behalt den Scheiß mal bitte. Ich brauche den Kack nicht. Ja, ja, hier kriegst du Spiel damit. Ach, so einfach kann das manchmal sein, ne? Naja. Habe ich zwei? Hm. Ja, Tatsache. Ich habe zwei. Fehlt mir auch nur noch so ein bisschen. Dann muss ich da mal eben nachgucken gehen, ob es da vielleicht wieder was mit dem Bild oder so ist. Oder also mit, ne, hier, Dingsbums. Weil. Könnte ja sein. Ja, gut, aber der liegt hier. Lasst euch nichts erzählen, die lügt. Ach, hier. So, tschüss. Ach, komm schon, irgendwie ein paar Gegner noch oder so, dass ich da... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich denke nicht, dass ich jetzt Gegner aufhalten werde. Das wäre aber toll irgendwie. Hier so in der Hood, weißt du? Sieht nicht danach aus, ob hier Gegner sind. Schade eigentlich. Weil es wäre schon cool, wenn es auch noch was mit dem Bild wäre, dann hätte ich das nämlich auch, aber okay. Dann eben nicht. Dann rennen wir jetzt bis da nach hinten. Und naja, gucken wir mal, was wir da machen müssen. Ich bin so excited.
So, zack, 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 zack. Genau. Jetzt fahren wir hier lang, dann muss ich aber gleich abspringen. Oder? Ah, steht falsche Richtung. Da lang. Da lang? Ja. Hier muss ich gleich abspringen. La, 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 la. Hier ist auch noch eine Taube. Wo ist denn die Taube? Da, ich sehe... Nein, 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 ich sehe die Taube. Ha, ich habe die Taube getroffen, während ich hier drauf bin. Ich bin so toll. Runter. So, ich muss das hier holen. Dankeschön. Voll nett. Audio-Mitschnitt von Joseph Bertrand. Datei B146. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen, Doktor? Das Transfergerät arbeitet so zuverlässig wie es sonst. Es bewirkt eine Austauschrate von 86% zwischen den einzelnen Conduits. Aber was Sie versuchen... Ich will möglichst Gewinn machen, Doktor. Ihre Maschinchen kosten Geld. Den Energiestrom auf mehrere Empfänger zu splitten ist gefährlich. Das Ergebnis könnte höchst instabil sein. Solange es klappt, sind wir im Geschäft. Machen Sie, dass es klappt. So sieht's nämlich aus. Nicht lange schnacken, Kopf im Nacken, verstehst du? Pass auf deine Füße auf. Da sind nicht nur Alligatoren im Wasser. Schade. Ein Bad käme jetzt echt gut. Oh. Dann nur zu. Ich halte dich nicht auf. Und was soll das jetzt alles? Ich bin da aufgewachsen. War sicher hart. Es ist eine völlig andere Welt. Alle Leute, die ich kannte, waren Diebe und Spinner. Und arm wie die Kirchenmäuse. Meine Mama war alles, was... früher mal. Was ist passiert? Das werde ich dir zeigen. Aber zuerst besorgen wir dir ein Schiff. Ja, genau das, was ich brauche, ein Schiff. Und yay. Die Lachteier haben ein ganz hübsches Boot. Nett. Mach dich vom Acker, Junge. Wolltest du mich treffen damit? Bist verrückt? Bist du weh? So, so. Oh shit, der. Oh fuck, der hat mich aber hart getroffen jetzt. Ich mache das mal kurz anders, weil das mir hier alles zu lange dauert. Gut gemacht, Baby. Ja. So. Gibt auch noch direkt einen hinterher, einfach weil ich es kann, weißt du. So. Ist da noch einer? Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mal den Ion-Ding. Bums da, hier. Ne? Ist da Bescheid? Ja, gut, Granate werfe ich aus, kein Problem, hab ich. Okay. So, da hinten muss ich hin, aber ich muss ja erstmal die Boys hier töten, weil, ne, klar. Na, irgendwie sowas. Oh, ist runtergefallen, ist ja doof. Ja, aber wo ist der denn? Ich treff den nicht. Ist der irgendwo da hinten? Ich habe absolut keine Ahnung, was die da gemacht hat, ne? Ich glaube, nur Quatsch hat die gemacht. So, weg. Ich habe auch eigentlich keinen Bock, da nach oben zu gehen. Ja, muss ich klettern und so? Nee, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, ja, nice. So, jetzt, na dann, wollen wir da nach hinten, ne? Komm mit. Keine Angst, ich beschütze mich.
Ah, abknaller Marsch hier. Oh. So, hier ein paar Knallpunkt-Panks und so, dann läuft der Hase doch, ne? Ja. Netsch, netsch, netsch. Ich kenne den Weg, ich fahre. Ja, dann hau rein. Genießt du die Aussicht. Mach ich. Boah, geil. Richtig schneiß. Ich stelle mich mal hier oben einfach rauf, ne? Hier so, kann ich mich hier oben raufstellen? Nee, ne? Oder? Doch, eigentlich müsste das sogar gehen. Ne, will er nicht, na gut. Na gut, Mann. Och Mann, Cole, du bist kacke. Ja, dann nicht. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt mit mir eigentlich hin will. Die sind neu. Siehst du die Türme da? Okay. Nichts überstürzen. Ich mach die einfach putt. Guck. Schopp's einfach. Was zum Teufel will die Miliz denn bald hier draußen? Wieso nicht? Bullshit, Wilse. Bullshit. Was? Sehr clever. Gegen den Elektromann im Wasser. Baby. Erledige sie, bevor sie unser Boot versenken. Okay. So. So. Was? Hier ist ja noch einer. Das ist ja doof. Alter, hier. Ach, der ist nicht mehr im Wasser. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Oh, hier geht die aber auch gut runter, die Frames, ne? Da muss ich schon mal sagen. Das ist nicht cool. Hier. Kaboom! So, tschüss. Los, Leute! So, zack, pum, 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 pum. Komm, wir machen einfach mal den hier. Macht doch Spaß. Huch. Kommst du denn her? Da haben sie wohl ins Hirn geschissen. Wer knallt wen ab? Oh, das tut schon mal nicht schon. Ich habe hier auch so ein bisschen Probleme natürlich mit dem Strom, weil hier gibt es nicht so wirklich Strom. So, oh, das ist das Boot. Ja, halt die Schnauze. Oh Gott. Ah, guck mal, hier gibt es doch Strom. Geil. Ja, ihr seid Freaks, habt da recht. Ciao. Huch. Jetzt habe ich hier böse Sachen gemacht. Lass sie das unter sich ausmachen. Okay. Sie verteidigen nur ihr Revier. Die Miliz wird nicht lange durchhalten. So, zack. Mach das mal. Ich schmeiß aber trotzdem ein paar Granaten einfach vor, weil ich Bock hab, ne? Cool. Läuft. Nichts wie weg hier, du. Nichts wie fucking weg hier. Cool! Ja? Ich weiß. Tot, tot. Noch jemand ohne Fahrschein hier. Spricht der Schaffner. Moskitos. Vielleicht ist deswegen die Miliz hier. So. Sie wollen die Sumpfbiester von der Stadt fernhalten. Vielleicht. Na? Hä? Sieht aus wie noch ein Milizlager. Zeig's den Idioten, damit wir weiter können. Mit Vergnügen. Okay, aber erstmal muss ich den da irgendwie töten, weil der will irgendwie... Irgendwie will er nicht sterben jetzt, ne? Geht doch. Na dann, das nächste.
arme Kerle. Zum Glück musste ich das nicht mit ansehen. Oh, alle hey, tot. Am Ufer hat sich was bewegt. Oh, ah, super. Ich komme da aber nicht rüber. Darf ich wieder aufspringen? Danke. Weil anders komme ich doch hier nicht durch, verstehst du? Na gut, dann gehe ich halt hier runter, mein Gott. Kackbratze, ey, weißt du? Oh, hi. Hier. Oh, nö, auf die... Nö, auf deine komischen Tentakel-Dinger, da habe ich keinen Bock, ey. Scheiße, ich habe ein Problem. Aua. Strom. Hör auf. Nein. Böse. Hoi. Der hat den nicht kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, er hat ihn kaputt gemacht, aber er hat ihn nicht kaputt gemacht. Hei. Aber das wäre ärgerlich gewesen. Das wäre ärgerlich gewesen, ja. Hä? Nein, oh Gott, das ist weg. Scheiße, ich brauche irgendwo anders her Strom. Da ist noch Strom. Then I hole me this. Hier, es geht kaputt. Jedoch. Cole, kümmere dich nicht drum und komm ins Boot. Wir müssen hier weg. Das heißt, kümmere dich nicht drum. Ich will die aber kaputt machen. Außerdem brauche ich noch ein bisschen Strom. Hier gibt es keinen Strom mehr, verdammt. Na gut, dann komme ich aufs Boot. Hopp. Ach du Heilig. Bord, Mann. Ich fürchte, da müssen wir jetzt durch. Mhm. Sie zerfetzen das Boot. Bleib ruhig, wir sind fast da. Ich bin immer ruhig. Was war das? Ein Zeichen, dass wir da sind. Halt den Mund. Vielleicht bemerkt's uns nicht. Okay. Hallo? Das ist was ganz Kleines, glaube ich, ja. Nur keine Panik, alles wird gut. Also ich sehe nichts, da ist auch nichts. Wir haben es geschafft. Was cool. Zum Teufel war das? Es hat uns nicht bemerkt. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Die echte Show kann losgehen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Nix war still, als sie uns rausführte. Rausführte in... Ich konnte es nicht glauben. Einen kleinen Teil von Empire City. Mit schmerzerfüllter Stimme erzählte Nix ihre Geschichte. Sie erzählte mir von Bertrand mit der Strahlenkugel und den Verstoßenen. Es waren Prostituierte, Zunftbewohner, alle, deren Tod wohl niemand bemerken würde. Nix sah, wie ihre Familie in der Explosion verschwand. Danach blieben nur die beiden übrig. Nix war also ein Konduit. Ihr Körper konnte die Energie der Strahlenkugel aufnehmen und ihre Kräfte freisetzen. Dasselbe galt wohl für diesen angeblichen menschlichen Puristen Bertrand. Auf dem Rückweg in die Stadt konnte ich nur an eins denken. Wenn Nix am Rand der Explosion in so ein Kraftpaket verwandelt wurde, was war dann mit Bertrand? Dem Typen im Zentrum.